Ich brauche noch ganz kurz. Einen Moment bitte noch, ja? Wartet bitte noch ganz kurz. Ich bin gleich da. Oder soll ich euch mit der grünen Wand alleine lassen? Hä? Mögt ihr in Wirklichkeit doch nur die grüne Wand? So. Ich lasse euch nicht mit der grünen Wand alleine. Ich bin schon da. Hallo. 2010. Tja, ein Neuanfang. Nicht nur für meine Haare, sondern auch für mich. Im Ganzen. Ja. Was? Euch hat die alte Frisur besser gefallen? Die längeren Haare? Aber, naja, was soll ich sagen? Naja, die sind so. Also, wo ist vorne, wo ist hinten? Man weiß es nicht. Es ist alles so. Ich fühle mich mit kurzen Haaren einfach wohler. Jetzt kann ich meine Wintermütze aufsetzen und brauche keine Angst haben, sie wieder abzunehmen. Das kann nämlich echt blöd ausschauen. Aber ich will jetzt nicht nur über meine Haare reden. Also mein Urlaub in Wien war sehr schön. Ich konnte mal wieder was mit Freunden machen. Hab die Familie getroffen, war viel einkaufen. Und eine Aufführung von Shaolin-Mönchen durfte ich auch bewundern. Das sind Nachmacher, sage ich euch. Die Aufführung war toll. Zwischendurch wurde sogar das Publikum gebeten, aufzustehen und mitzumachen. Okay, es waren in Wirklichkeit nur ein paar Atemübungen und wirklich einfache Bewegungen. Aber kurz darauf, nachdem sich eigentlich alle wieder hinsetzen durften, tja, kam schon der erste Sanitäter hereingeeilt und dann der zweite und die Mitarbeiter liefen ein bisschen hin und her und ja. Also Kinder, keine Atemübungen machen. Die Gefahr ist einfach zu groß. Am Ende des Jahres habe ich wieder etwas über 2009 nachgedacht und mir überlegt, was ich wirklich 2010 anders machen möchte. Auch wenn ich selber eigentlich kein Mensch bin, der sich Vorsätze macht. Aber ich wollte irgendwie ein Jahresprojekt starten. Aber nicht so was Langweiliges wie der Hugo, der jetzt jeden Tag ein Video hochlädt. Nein, 2010 wird für mich ein gesundes Jahr, beziehungsweise das gesündeste Jahr in meinem Leben, denn ich werde keine Süßigkeiten essen, das ganze Jahr über. Keine süßen Sachen. Wobei ich da unterscheide zwischen Gummibärchen und Joghurt zum Beispiel. Also Joghurt ist okay. Was ist mit euch? Habt ihr euch schon mal Vorsätze gemacht? Habt ihr schon mal euch irgendetwas überlegt und dann auch wirklich durchgezogen und geschafft und erreicht euer Ziel und bla und ja? Also ich kenne eigentlich niemanden, der in der Richtung irgendwie eine tolle Geschichte zu erzählen hätte. Die meisten finden Vorsätze ziemlich blöd. Aber naja, ich werde meinen Vorsatz durchziehen und ja. Also, wie ist es mit euch? Ohne Antwort kann ich heute nicht schlafen gehen. Oder nicht einschlafen. Ich kann schon schlafen gehen, aber... Als ich so über 2009 nachgedacht habe, habe ich natürlich auch über YouTube nachgedacht und wie toll ich es finde, hier neue Leute kennengelernt zu haben. Leute, Menschen, die meine Interessen teilen. Und da ich ja jetzt nicht so oft in Wien bin und deswegen meine Freunde und meine Familie nicht so oft sehe, nun ja, deswegen seid jetzt ihr meine Freunde. Meine Familie. Naja, okay. Nicht wirklich, aber ihr seid mir trotzdem wirklich sehr wichtig, also, ja. Und was erwartet euch hier so 2010 in meinem Erinnerungslager? Nun ja, ich hoffe mal Videos, also ich hoffe gute Videos, lustige, aber auch ernste, persönliche Vlogs, also ich will jetzt zum Teil entweder ein bisschen mehr Persönlichkeit reinbringen, also mehr, was passiert so im Alltag, das hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, aber naja, mal schauen. Tja, aber ich werde auch eben Kurzfilme machen. Also ganz unterschiedlich, da ich ja wirklich auch selber ein bisschen herumexperimentieren möchte und Spaß haben möchte am Filmen. Und ja, also so ein paar längere Projekte, ein paar ernste Sachen, oder auf jeden Fall eine ernste Sache plane ich ja. So ein Kurzfilm. Ja, ich bin gespannt und ja, lasst euch überraschen. So, das war's. Blub! Ach, und die Sache mit den Haaren. Ich habe schon mal so ein Video gemacht, wo ich kurze, lange Haare habe und das immer wechselt und so. Aber bei dem Video haben sich dann ständig die Lichtverhältnisse verändert.
Tja, und deswegen wollte ich das heute mal besser machen. Tja, und habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Yes! Also Kinder, keine Atem. Auf zum Atem. Meine Haare sind weg. Ich will da habe da. Ja, so nenne ich dieses Video. Da habe da. Ein sehr gesundes Jahr machen. 2000 da habe da. Ich wieder. Ich sag immer da habe da. Was heißt das? Das heißt Vertrauen, Tapferkeit und starker Krieger. Da habe da der starke Krieger. Okay, nicht wirklich, nicht ganz. So, das war's. Ja, ich geh jetzt nach Hause. Blub. Meine Haare. Bah, ich habe nicht Bahaba da gesagt. Wunderschön, nicht wahr?